Wir sind heute, Alter, sehr müde, denn wir haben, Alter, denn wir haben ein B! Scheiß B! Der Typ kein B! Das ist ein Race-Game, ey! B! Wo ist eigentlich unser B? Alter, ich bin doch nur ein B! B! Fick B! Mach das verfickte B! Hallöchen, Popöchen, und da sind wir auch wieder. Schon wieder geht's los mit Minecraft. Kohle, 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 lalala, Kohle, Kohle, tralala. Da hatten wir gleich zu Anfang schon Zombies, die mir aus der Höhle hinterhergestürzt kamen. So, herzlich willkommen. Wir spielen jetzt WoW. Ich hab einen Level 200 Char. Okay, howdy, partner. The pain is just too much. Das ist furchtbar. Zombie hinterher, der war am Tageslicht, hat gebrannt, lief dann brennend hinter mir her. Er platsch ins Wasser, dann war das Feuer gelöscht. Alter, ich zünd mich selber an. Lieg ich noch immer wach, denn ich finde keinen Schlaf und ich denke über dich nach. Oh Gott. Du warst da, warst mir ganz nah. Noch ein Schritt mehr war es nicht, und dein Wort und dein Lachen und ich hatte dich in den Armen. Alter! Ich denke an die Zeiten, Mann, wir waren total verliebt. Es war nur ein Spiel und wir haben verloren, denn es ging um viel zu viel. Alter! Die steht da gerade eben, kommt dieser schwarze Schlauch kommt. Was ist denn los heute? Da kommt der schwarze Rauch, verdammt nochmal. Am ich dann voll auf der Flucht gewesen, platsch, voll ins Wasser. Oh Gott, Alter, bitte schieß mich, Alter. Ich will wieder die Grube auf dem Wüstenplaneten. Oh, Alter, mein Bauch tut so weh, es ist furchtbar. Oh, Alter. Ich aus dem Wasser raus, er hinter mir her, quer durch die Welt, bis er dann irgendwann tot zusammengebrochen ist und ich auch beinahe hier vorm Rechner. Und dann wieder zurück zur Höhle, wo dann ein Creeper dann rausgeschossen kam, die brennen ja nicht sofort und so weiter und so fort. Bis jetzt ist ja noch nicht so viel Horror. Ja, natürlich, es fängt ja auch gerade erst an! Die Panflöte! Jeden Sommer in der Fußgängerzone spielen die jetzt. Die haben seitdem keinen Gig mehr. Jeden Tag. Und jede Nacht. Hab ich seit es geschah, dass ich dein Lächeln sah, an dich mit Herzklopfen gedacht. Jede Stunde. Jede Sekunde. Und deine Augen, die mich verführt, hypnotisiert und fast um den Verstand gebracht. Alter! Mann, wir waren total verliebt. Mann, wir waren total. Es war nur ein Spiel und wir haben verloren. Oh. Oh, morgen krieg ich wieder Post vom Jugendschutz. Alter. Morgen ist der Channel dichter. Oh, Alter. Oh, mir ist so übel gerade. Wir haben vor Computerchips. Okay, ich esse mal ganz kurz die Fische. So, da kriegen wir immer noch ein bisschen Wasser dazu, solange wir nicht wissen, was wir machen sollen. Wir haben sehr viel Titanium. Alter, ich habe das überhaupt nicht bemerkt. Also, wie geil das Bild einfach aussieht. Das ist ja furchtbar.
Alter, ist das gruselig. Ist das gruselig einfach nur. Oh. Hallo, guten Morgen hier bei Pritschenhausen. Wir sind bereit, die Alien-Festung zu erstürmen mit meinem Kollegen Sarazar. Und wir nehmen seit über 7 Stunden auf. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir noch durchhalten werden. Wir werden natürlich ein paar Tagen sehen, wenn wir es durchgespielt haben, hoffentlich. Aber Gronkh und Sarazar machen eine Hardcore-Session vor ihrem Urlaub. Alter! Wow. Der Shooter King, denn ich hab Swag und Blingelingeling. Sarazar, bist du bereit? Und wie ich bereit bin, lieber Gronkh. Ich war noch nie so bereit wie heute. Und wir haben auch noch nie so eine krasse Hardcore-Aufnahmesession gemacht wie hier bei Dead Space 3 und jetzt werden Arschritte verpasst hier. Alter! Wo hast du denn? Ich kenne ihn nicht mehr. Also! Voll die epische Szene! Denn ich bin cool, weil ich es bringe, sonst wäre ich nicht der Shooter King! Ich bin der Shooter King, ich weiß, was gut ist, ich bin der Sinn. Ping, ping, ping und ganz viel Bumm, da fallen alle Feinde. Und ich bin der Shooter King. Ich war noch nie so bereit, Leute. Und da sieht man mal Gronkh, der Profi-Let's Player. Das ist ja echt ein Hammer-Typ. Also er kann alles. Oh, magnifique. So. Nein, das ist doch ein super Abschluss der Folge. Es ist zum Kotzen, Alter. Ey, ich höre gleich auch mit dem Let's Play. Der Wichser nervt mich so ab. Doch, ja, ey, ganz ehrlich. Der Wichser nervt mich einfach ab. Wenn der neben mir sitzen würde, Alter, ich würde ihm so ins Gesicht treten gerade. Boah. Spiele machen nicht aggro. Alter, das ist ein Traum. Das wird die lustigste Folge. Ey, ganz ehrlich, ich krieg bei dem Typen die Herpes. Freunde, ich hab ihn getötet. Das bringt doch nichts. Er ist doch gleich wieder da, wie so ein Pickel am Arsch. Boah. Bitte, ey, bitte jemand auf YouTube, schneide diese Rage-Szene bitte einmal zusammen. Guck mal, der macht ein Selfie von sich oben auf den Wagen, Alter. Wie geil der schwängert bestimmt gerade seine Mutter. Alter, was ist hier los? Achtung, Achtung, Erik, Ameise von hinten. Ameise von hinten. Ja, also. Alter, das gibt's doch das gar nicht, der Wichser. Nehm mir die Mikro, sie wusste. Ey, das kann doch nicht sein. Ey, der Typ, der kotzt mich so an. Wer ist denn wer ist dieser denn? Dieser perfekte Waldförster-Ficker, ey. Rage, oder was jetzt? Boah, nee, dieser Ameisenhurensohn. Ich wollte schon immer mal sagen. So, jetzt habe ich gesagt. Ey, der arme Ameisen, Alter. Der nee, Alter, der ist nicht arm, das ist ein wo Spastiker. Wo ist der Ameisen? Wo no, der ist beidseitig gehirngelähmt. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Warte mal. Der schleicht sich immer von hinten an, wie so eine kleine Crack-Hure. Da fallen alle Feinde um. Ich bin der Computer-Kinder. Ich mag den nicht. Internet, wenn ich mit den Kindern fett. Naja, und dann machen wir das da halt und da könnt ihr auch fröhlich alle da kommentieren. Wollen nicht mal penetrant wegballern hier die ganze Zeit, bis der mal. Ey. Boah, welche Markierung hat denn der jetzt? Nee, ist überhaupt nicht gemein, Alter. Ganz ehrlich, der Typ ist einfach eine Seuche. Das hat seine Mutter mir auch schon bestätigt. Wie heißt die denn? Ey, soll ich den mal schnell in unsere Gilde einladen? Waldraut. Ey, wie kann ich den denn anzeigen lassen? Sorry, ich hab mich aufgepasst. Ja, bei mir auch. Ich glaube, wenn der stirbt, ist das immer deaktiviert dann. Hä, das ist doch beschissen. Nee, glaube ich nicht. Ey, das nee, Tobi, du bist ja auch immer angezeigt. Das muss ja, doch möglich sein. Sind. Das muss doch möglich sein, hier jemanden so lange wegzukillen, bis der GTA Online aufhört. Das ist doch einfach ein gutes Recht. Wir könnten auch einfach mal ab zur Stadt jetzt. Steig mal. Aua! Steig mal hier ein, Tobi, komm. Ja, hau mal ab jetzt. Alter, irgendwie werde ich angegriffen, ich weiß nicht von wem. Was? Meine aktuelle Waffe hat kaum noch Munition. Ich kotze ins Essen. Komm mal hier rein. Wo denn? Ich weiß nicht, wo du bist. In den Weißen. Hier, neben dir. Alter. Alter, Ameisen, woher kam der? Ja, Alter, der Typ ist so ein Sneaker-Wichser. Ey, ich hab den nicht gesehen. Wo seid ihr denn bitte?
Ah gut, ey, der hat auch noch einen gut, muss ich sagen. Also, wie ein gut? Der hat gar nichts mehr gut. Also, im Leben. Ich habe ihn dreimal gekillt, er mich zweimal. Und ich habe gerade noch gesessen und gedacht, puh, da bist du ja gerade mal davon gekommen. Scheiße war's. Ah, es hat am Kotz gefickt, du Scheißdreck! Wie sah das aus? Diese verkackten Wichsfehler, ja? Krieg Rosettenbluten! Ey, das ist ein Motocross. Oder was ist das? Ne, ah, die Schnauze! Was? Fresse, du! Du scheiß verficktes Schwein! Du wolltest Fickfehler sagen, ich kenn dich so gut. Ja, Fickfehler hast du behindert eigentlich. Wer schießt jetzt auf mich? Ameisen, ey! Bist du weggeballert worden? Schon wieder Ameisen. Oh, ich auch. Wo wir gerade von Fickfehler sprechen. Ja, echt, ey. Ey, dessen Mutter, ganz ehrlich, der kam doch hinten raus. Den knüpfen wir uns jetzt nochmal vor zum Abschluss. Alter, der ist da oben. Das Problem ist einfach nur, ja. Der ist da oben. Der erwischt uns, aber. Der hat natürlich Glück. Weitere Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Schiffe? Ernsthaft? Tatsache. Der hat auch einen Arsch offen, der Kollege. Wow! Leute, komm. Krass, ey. Komm schon. Echt? Boah, der Knaller. Gute Sache, wa? Das hast du toll gemacht. Das hast du auch toll gemacht. Du auch. Das ist so Feuer, Alter. Yes, Sir! Hi! Wir schicken Boote zu eurer Position. Tolle Idee. In die Polizeistation. Ich habe bisher nichts Gehaltvolles beigetragen. Moment. Moment. Oh, die Oma. Da ist die Oma schon wieder. Die cruist hier erstmal fett durch die Gegend. Nice. Unfassbar. Unfassbar. Jetzt aber genug. Jetzt müssen wir wieder hier ernst. Ach Mann, ja, ich muss gleich mal weg. Musik ist schön. Oh, Alter, das scrollt hier immer noch. Das ist ja unfassbar. Wie viel sind denn das gerade, die da... Also für Leute, die gerade das auf YouTube gucken, ihr seht das natürlich nicht. Oder für Leute, die nicht live im Stream mit dabei sind, ihr seht das natürlich nicht. Aber durch den Chat ist hier gerade Hashtag Danke scrollt hier gerade. Ich weiß nicht, tausendfach. Boah. Es, ja, hallo? Oh Mann. Ich muss doch Holz. Das ist doch wichtig wegen Holz. Oh Mann. Kann man sich ein schöneres Leben wünschen? Ich weiß es nicht. Echt nicht. Boah, das scrollt hier immer noch durch. Ihr seid so wahnsinnig. Ich werde trotzdem heimlich Bäume weitermachen, weil ich muss da dringend Ablenkung suchen. Hallo Jasko aus Bosnien, ich grüße Bosnien an dieser Stelle. Ich bin mit einem... Alter, unfassbar, das rollt immer noch durch. Das ist unglaublich. Boah, die armen Twitch-Chat-Server, die halten das gar nicht aus. Voll der Belastungstest, boah. Krass. Ihr seid wahnsinnig. Wahnsinnig seid ihr. Das ist das Problem. Von wegen verkorkste Jugend. Ich glaube, verkorkst sind immer die Leute, die es nicht raffen. Shifty. War das Shifty? Ich habe es gerade nicht so richtig gesehen. Huch, wie machst du bitte Bäume? Wie mache ich Bäume? Hallo, Royal Ace. Alter, das gibt's doch. Das kommt immer noch. Das ist unglaublich. Das scrollt hier einfach in einer Tour durch. Man muss ja bedenken, da ist ja gerade Slow-Mo drin. Hallo Morlas, da ist ja gerade Slow-Mo drin. Morlocks, hat mich an Morlocks erinnert. Da ist Slow-Mo drin, das heißt, da sind ja wirklich unterschiedliche Leute. Das ist ja jetzt nicht nur ein, das ist ja nicht, also dass einer spammt die ganze Zeit. Gleich wieder melancholisch, dann heißt es wieder, ich hätte Depressionen und würde mir die Vergangenheit zurückwünschen, warum auch immer ich das tun sollte, aus welchem Grund auch immer es geben könnte, dass ich mir meine Vergangenheit zurückwünschen sollte. Hallo Sleazy Sluggard,
Es gibt wirklich überhaupt gar keinen Grund dafür. Es gibt ganz im Gegenteil Minusgründe. Ich muss dringend Kühe töten. Überreden, mir ihr Fleisch freiwillig zu geben. Boah, Alter, unfassbar. Das ist unfassbar. Achso, ich muss gucken, wo ich hinlaufe. Wo? Ich glaube, wir kommen von da, ne? Nicht, dass ich jetzt, das wäre jetzt natürlich peinlich. Boah, Alter. Oh! Oh! Oh, hallo, Erdappel! Ein Erdäppelchen. Nicht lecker. Lecker waren die Äppel, die normalen Äppelchen. Puh. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, also man glaubt es mir eh nicht, aber der Dank ist sowas von auf meiner Seite. Hallo, der kochende Veteran. War gerade ein Erdappel zum Aufkochen. Jedenfalls, man kann es gar nicht zurückgeben. Es geht einfach, es ist völlig unmöglich, dass man das irgendwie zurückgeben kann. Man kann es versuchen, aber es ist einfach nicht möglich. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich, Ein Stream zu machen ist vielleicht die eine Sache und dann irgendwie versuchen, irgendwie den anderen Stream zu ersetzen oder sonst irgendwas. Hallo Pranja! Aber das zurückgeben, was, das geht gar nicht. Aber ich glaube, es kommt gar nicht aufs Zurückgeben drauf an. Wenn ich das aus meiner Warte sage, hallo Knitting Fiona, wenn ich das aus meiner Warte sagen darf, es kommt bei mir zum Beispiel gar nicht darauf an, dass mir irgendwer irgendwas zurückgeben müsste oder sollte, weil ganz ehrlich, das passiert jeden Tag, automatisch, ganz automatisch. Immer und immer und immer wieder. Und das so, Schnauze voll jetzt mit der Scheißspiele hier, Kacke alles.